Wir befinden uns jetzt in der Halle. Das ist der Begegnungsraum für alle Gruppen, wo wir einfach gruppenübergreifend aufeinandertreffen. In der Zeit zwischen 7 und 9 ist das Ankommen in der Kinderkrippe. Da werden die Kinder gebracht. Wir bauen da unterschiedliche Bewegungsbaustellen auf, wo die Kinder einfach ihren Bewegungen freien Lauf lassen dürfen, nach ihren Interessen einfach experimentieren dürfen und sich bewegen dürfen. Und von da aus kommt man in die vier Gruppenräume. Wir sind ein Haus mit vier Ganztagsgruppen. Die blaue Gruppe, die grüne Gruppe, die rote und die orange Gruppe. In jeder Gruppe befinden sich 5 Betreuungspersonen und 12 bis 14 Kinder. Jede Gruppe hat ihre eigene Garderobe, ihren eigenen Waschraum mit WC und Wickelraum. Die Gruppe teilt sich in 2 Räume. Der eine Raum ist der Gruppenraum, wo die Tische stehen, wo die Kinder jausnen, wo die Kinder Gesellschaftsspiele spielen können, wo die Kinder einen Kreativbereich haben. Es gibt bei uns Puzzle, es gibt Gesellschaftsspiele, es gibt aber auch Korken oder Rollen oder Schnüre, mit denen die Kinder einfach selber experimentieren dürfen und erfinderisch sein dürfen. Der andere Teil des Gruppenraumes ist der Bewegungsraum. Dort schlafen sie zum Mittag auch drinnen. Es finden in jeder Gruppe täglich pädagogische Angebote statt, die sich nach den Bedürfnissen und Interessen der Kinder richten, angelehnt an den Bildungsrahmenplan. Wir feiern die Feste nach dem Jahreskreis. Es gibt bei uns ein Laternenfest. Es kommt der Nikolaus, wir machen eine Osterjause, es gibt ein Sommerfest und wir feiern natürlich auch die Geburtstage der Kinder. Von der Halle aus gelangt man auch in die Küche, das ist auch so der Mittelpunkt des Hauses. Da wird die Jause und auch das Mittagessen zubereitet. Bei der Jause ist es uns sehr wichtig, dass die Kinder selbstständig tun dürfen. Das heißt, sie streichen die Butter selbstständig aufs Brot. Wir haben eine offene Jause, das heißt, die Kinder können von in der Früh weg bis circa 9:30 jausnen, weil wir damit einfach eine gute Erfahrung gemacht haben, dass die Kinder, die zu Hause Frühstück essen, dann nicht gleich wieder jausnen müssen. Uns ist es sehr wichtig, dass die Kinder so viel wie möglich selbstständig tun dürfen, auch das An- und Ausziehen. Wir unterstützen sie, wo wir können, aber so, dass sie genügend Zeit kriegen, selbstständig einfach die Dinge des Lebens gut zu meistern. Der Garten wird von allen 4 Gruppen gemeinsam genutzt. Wir haben 2 Terrassen, die jeweils für 2 Gruppen sind und auch die Abgänge in den Garten. Die Kinder dürfen draußen mit den Fahrzeugen herumfahren. Wir haben eine Schaukel, wir haben Rutschen, wir haben eine große Sandlandschaft und auch 2 Häuser, wo sie sich verstecken können. Das war's von uns und ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick in unsere Kinderkrippe geben.